Da oben meine ich. Sag das dem Hans. Okay, Chef. Ist ja gut, ich bin ja schon fertig. Und wollte da lieber den ganzen Staub im Wasser haben, ne? Jetzt wird aber kein Theater mehr gemacht. Der Papa geht jetzt mal für ein Stündchen an der frischen Luft. Und wenn er zurückkommt, dann gibt es auch was Leckeres zu essen. Hm? Wie ist es denn, Junge? Ach, die sind im Training genauso schlecht wie im Spiel. Ha? Was kommst du denn so spät? Ich hab den Bahn verpasst. Du bist auch langsam alt, ne? Ja! Du Leber! Für der Lahmarsch haben die 1 Million bezahlt. Ja, was wären die froh, wenn die noch so ein Spiel wie den Walter Radant hätten? 5 Tore in einem Spiel. Eins schöner wie der andere, du. Das war nicht der Radant, das war der Nagelschmied. Sag mal, jetzt wirst du aber langsam alt, der Nagelschmied. Der hat doch nie im Leben 5 Tore geschossen. Was gewählt? Was gewählt? Und komm wieder. Mädchen, geh mal auf Zeit, ich kann nichts sehen. Komm was mit. Sag mal, willst du unbedingt Geld verlieren? Ich? Ja,
Die Wette verlierst du. Ach, ich kann dir das beweisen. So? Ich hab das nämlich in dem Buch, was ich zu Hause habe. Quatsch, du. Ich habe es hier im Kopf, du. Hast du das gesehen? Ich habe dir doch gesagt, aus denen wird nichts mehr. Und was ist jetzt mit der Wette? Jawohl! Haben Sie schon gehört? Was? Um ein Haar hätten wir unseren Chef begraben müssen. Auf der Baustelle sind ein paar Steine vom Himmel gefallen. Aber er hat Glück gehabt. Knapp daneben. Guten Tag, Herr Thoma. Guten Tag. Ich habe gerade von dem Unfall gehört. Wie konnte das denn passieren? Das frage ich Sie. Haben Sie nicht diesen Kranführer empfohlen? Ja, aber... Ich habe ihn gefeuert. Und was haben Sie zu berichten? Die Aktion Mailing ist heute Morgen planmäßig abgelaufen. Sie erinnern sich, das ist der Rentner, der die Abfindung abgelehnt hat. Und wo liegt die Wohnung? Das ist diese hier. Herr Mailing ist der Letzte, der uns in diesem Haus noch Probleme macht. Und wie weit sind wir in den anderen Häusern? Über den Daumen noch ein rundes Dutzend ungelöste Fälle. Ich würde es sehr begrüßen, wenn du etwas früher im Büro erscheinen könntest. Ich habe dir doch gesagt, dass ich da was zu erledigen hatte. Hallo, Herr Rademacher. Was gibt's Neues? Nichts Besonderes. Ich glaube nicht, dass wir noch allzu lange brauchen werden. Allerdings haben wir da noch einen Fall, bei dem wir wahrscheinlich etwas vorsichtiger herangehen müssen. Wieso? Was ist mit dem? Ein pensionierter Kriminalbeamter. Klefisch heißt der Mann. Und wo soll das Problem liegen? Klefisch Hermann Josef, Kriminalhauptkommissar AD. Ist er das? Genau der. Bitte, ja, natürlich. Ich muss mich sehr entschuldigen, Herr Klefisch, dass ich Sie so überfalle. Ich bin Susanne Konrad vom Story Magazin. Wir wollen eine Reportage über das Kölner Ganovenmilieu veröffentlichen. Und nicht nur das von heute, sondern vor allem, wie es mal war, verstehen Sie? Und bei meiner Recherche ist mir so oft Ihr Name genannt worden. Der Onkel, das sind doch Sie, nicht wahr? Ja, natürlich. So hat man mich früher genannt. Das stimmt schon. Wann wären Sie denn mal für mich zu sprechen? Wenn Sie wollen, direkt. Ich habe gerade Zeit, ja? Wirklich? Das ist ja toll. Bitte kommen Sie rein. Gehen Sie schon bitte nebenan. Ich komme sofort. Sehen Sie mal hier. Das ist alles das. Müsste alles eingeklebt werden, aber man kommt ja zu nichts. Und der hat Ihnen den entscheidenden Tipp gegeben? Hier, der. Aber sowas gibt es nicht mehr. Den habe ich ein halbes Dutzend Mal hinter Gitter gebracht. Aber wie das mit der Kindesentführung war, da hat er mir geholfen. Mit einem Kind tut man sowas nicht, hat er gesagt. Das ging gegen seine Ganoven-Ehre. Sehen Sie hier, und der, das war sein Verteidiger. Das war Rechtsanwalt Ollich. Der ist aber auch passé. Wieso? Den haben sie aus der Anwaltschaft ausgeschlossen, ja. Weil er Beweismittel gefälscht hat, um einem Mandanten zu helfen. Klare Hand. Ja, der kann Ihnen viel erzählen von damals. Oh, entschuldigen Sie mich einen Moment.
Du? Was ich dir jetzt erzähle, Mann, das wirst du mir nicht glauben. Da braucht es mir ja nicht zu erzählen. Na, guck doch nicht so kariert, ich habe keine Zeit. Ich werde gerade interviewt. Ne? Ich kann die Reporterin nicht warten lassen. Das wird dir nochmal Arschleid tun. Haben Sie jetzt extra wegen mir jemand weggeschickt? Das wollte ich nicht. Na, machen Sie sich keine Gedanken um den. Er ist ein lieber alter Freund von mir. Aber er geht mir doch manchmal auf die Nerven. Du. Sieh jetzt nicht her zu mir. Ich glaube, irgendjemand hat meinen Schreibtisch durchsucht. Und gestern Nachmittag ist mein Mann aufgefallen. Er stand vor dem Hotel, als ich rauskam. Ich glaube, ich habe ihn vorher schon mal gesehen. Er ist mir im Auto gefolgt. Glaubst du wirklich? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich fürchte, Horst hat was gewittert. Ein Detektiv auf uns angesetzt. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen was tun, verstehst du? Du musst schon entschuldigen, wenn ich vorhin nicht die Zeit hatte. Aber es wird ja wohl nicht so eilig gewesen sein, ne? Was hast du denn, ne? Leck mich immer. Das hilft mir auch nicht. Hast du die Polizei schon angerufen? Die waren schon hier. Na ja, und? Wenn sie die Verbrecher schnappen, wollen sie mich anrufen. Ist nur schade, dass mein Telefon kaputt ist. Das hatten sie anscheinend schon vergessen, wie sie gegangen sind. Und was haben sie gestohlen? Die Fraherei kannst du dir sparen. Ich weiß, wer das war. So? Das war der Herr Fuhrmann. Fuhrmann? Wer ist das? Nie gehört? Nee. Dann warte mal ab, bis du dran bist. Der Herr Fuhrmann, der kauft das ganze Viertel hier auf. Der hat mir 20.000 Mark Abstand geboten, wenn ich aus meiner Wohnung ausziehe. Ich habe ihm gesagt, er soll sich sein Geld in der Furt stecken. Und das hier, das ist jetzt die Quittung. Erzähl doch keine Märchengeschichten. Du bist nicht der Erste, mit dem sie hier im Viertel einbrechen. Nein, nein. Das passiert öfters. Ja, ja, ist ja gut. Hat mir der Schlaumeier aus dem Streifenwagen auch schon erzählt. Und warum haben die Drecksäcke nichts geklaut? Haben alles bloß kaputtgeschlagen? Und meine Fische afgemurkst? Hör doch auf mit deinen Fischen. Lass sie in Ruhe, dann erholen die sich schon. Du kriegst noch 5 Mark von mir. Wofür das denn? Für die Wette. Ich hab das durcheinander gebracht. Das war tatsächlich der Walter Radam mit der 5 Tore.
Hier, ich hab die Seite aus dem Buch gefunden. Ja, gut, danke. Behalt die 5 Mark. Kauf dir einen neuen Fisch. Du hast ja vielleicht eine Ahnung. Für 5 Mark, da kriegst du ja noch nicht mal eine Kaulquappe. Na, hör mal, Karl. Wenn der Fuhrmann dir noch mal Geld bietet, dann nimm es doch an. Mein Gott, willst du dein ganzes Leben lang noch hier allein in dieser Bude hausen? Die ist doch viel zu groß für dich. Und der Brassler, ne? Für 20.000 Mark kannst du dich doch sehr schön in einem Seniorenheim einrichten. Und was ist mit dir? Wann willst du aus deiner eigenen 4 Wände ausziehen? Sag mal Bescheid, wenn es soweit ist. Vielleicht können wir uns ja zusammen bei lebendigem Leib in so einem Altersheim begraben lassen. Wie alt ist denn dein Freund? 75. Warum willst du das wissen? Willst du vielleicht damit andeuten, dass der sie nicht alle... Nein, ich hab doch keinen Ton gesagt. Vielleicht hat er ja sogar recht. Ich werde mich mal erkundigen, was mit diesem Fuhrmann los ist. Aber eins kann ich dir gleich sagen, von heute auf morgen geht das nicht. Die Kollegen versaufen in den Einbrüchen, die kommen nicht mehr nach. Ja. Und deshalb schicken sie die Streife vorbei und der ganze Fall ist erledigt. Ja? Das willst du mir doch klar machen. Nein, verdammt nochmal. Ich werde mich erkundigen und ich werde Dampf machen, okay? Du, das will ich auch schwer hoffen. Guten Tag, Susanne Konrad vom Story-Magazin. Ich wollte zu Rechtsanwalt Ollig. Zu Herrn Ollig. Gehen Sie bitte zum Ende des Flurs. Die letzte Tür hinten links. Dankeschön. Mhm. Herr Ollig, ich bin Susanne Konrad. Herr Kleefisch wollte Sie meinethalben anrufen. Ach ja. Aber ich glaube nicht, dass ich Ihnen helfen kann. Das wäre aber sehr schade. Sind Sie sicher? Was ich Ihnen zu erzählen hätte, interessiert sowieso niemanden. Vielleicht doch. Sie kennen mich ja noch gar nicht. Entschuldigung, ich kann Ihnen nicht mal einen Stuhl anbieten. Aber das macht doch nichts. Wir können uns ja auch irgendwo anders verabreden. Machen Sie einen Vorschlag. Na schön, ne? Wollen Sie heute Abend zu mir nach Hause kommen? Ich suche einen Herr Spölgen. Wo brennt dann? Bei meinem Freund haben sie eingebrochen. Die Lichtleitungen durchgeschnitten. Da brennt überhaupt nichts mehr. Der kann sich nicht mal was kochen. Hat der auch einen Namen? Ja, natürlich. Mehling heißt er. Er wohnt gleich hier, da, auf Nummer 17. Ich habe schon 3 Mal bei Ihnen angerufen. Hm. Aber Ihre Frau sagt, Sie kämen. Ja, immer mit der Ruhe. Was glauben Sie, was wir für Aufträge am Hals haben? Ja, Moment mal. Für wen arbeiten Sie eigentlich? Was geht das Sie denn an? Ja. Gefällt Ihnen die Straße? Ich weiß nicht, ob sie mir gefällt. Aber sie hat Charakter, könnte man sagen. Ja, das hat sie. Das wird aber auch nicht mehr lange dauern. Wird alles plattgewalzt, früher oder später. Zwar nicht nur die Häuser, sondern auch die Menschen. Das klingt aber ziemlich pathetisch. Ja, das tut es. Ich erzähle Ihnen mal was. Die schweren Jungs, die früher immer in unsere Praxis kamen, unsere Stammkunden sozusagen, die hatten noch sowas wie ein Ehrgefühl. Klar, die haben serienweise Einbrüche begangen, auch Körperverletzungen.
Und wenn es hochkam, auch mal ein Totschlag. Aber den kleinen Leuten, denen, die nichts hatten, denen, die sich nicht helfen konnten, denen haben sie kein Haar gekrümmt. Das verbot ihnen ihr Ehrgefühl. Und jetzt nehmen Sie mal die typischen Straftäter von heute. Die 15-Jährigen, die der Oma die Handtasche wegreißen und sich einen Teufel drum scheren, ob sie der Frau den Arm brechen dabei. Dabei sind das natürlich nur die kleinen Fische. Die großen, die wirklich großen Verbrecher von heute, die betreiben dieses Geschäft geradezu mit strategischer Planung. Die nehmen sich die kleinen Leute geradezu flächendeckend vor, um sie dann dutzendweise aufs Kreuz zu legen. Hier, haben Sie das gelesen? Ach, Sie meinen den Einbruch bei dem Rentner? Einbruch, ja. Wenn Sie den Fall recherchieren müssten, was würden Sie vermuten, warum dieser Einbrecher nebenbei die ganze Wohnung demoliert hat? Ich weiß nicht. Vielleicht aus Wut, weil Sie nichts gefunden haben, was sich lohnte. Oder aus purem Vandalismus? Vandalismus, ja, könnte man sagen. Aber das hier, das ist eine Variante von Vandalismus, von der Sie sich nichts träumen lassen. Kein jäher Ausbruch von Zerstörungswut, nee. Das ist ein ganz niederträchtiger Akt von Vandalismus, der eiskalt geplant und durchgezogen wurde. Und gegen den die Gesetze völlig machtlos sind. Sabrina! Sabrina! Hallo! Ah. Hallo, Onkel Kleefisch! Sag mal, sieht man sich auch noch mal, ja? Ich hab schon überlegt, ob du mir böse bist. Nee, ich bin dir nicht böse. Ja, ich wüsste auch nicht warum, aber Besuch bekommen sie mich ja trotzdem nicht, ne? Ich hab keine Zeit. Was glaubst du, was ich im Stress bin? Ist wahr? Und demnächst kann ich dich sowieso nicht mehr besuchen. Wo nicht? Wir ziehen aus. Was? Ihr zieht aus? Ja. Gefällt es euch hier nicht mehr? Ach, das Viertel ist doch langweilig. Und außerdem kriegen wir für unsere alte Wohnung 20.000 Mark. Damit richten wir uns picobello ein. Von wem kriegt ihr denn so viel Geld? Von einem Mann, der unser Haus gekauft hat. Und wo zieht ihr hin? In ein Hochhaus. Mit 3 Aufzügen und allem drum und dran. Ach, jetzt wird's aber höchste Zeit für mich. Tschüss. Tschüss, Kind. Macht gut. Danke. Willen. Was ist passiert? Bist du verletzt? Nein. Willst du nicht die Polizei anrufen? Doch, das werde ich. Vielleicht solltest du eine Bewachung verlangen. Ich kann mich selbst bewachen. Verlass dich drauf. Fuhrmann. Wo sind Sie im Augenblick, Herr Mönch? Ach, der Name der Fuhrmann. Ja. Ich stehe vor der Haustür von Rademacher. Und wo ist Rademacher? In seiner Wohnung. Sind Sie sicher, dass er da ist? Natürlich. Dafür werde ich ja schließlich bezahlt.
Ich hoffe, Sie verdienen das Geld auch. So, lieber Junge, der Papa geht jetzt ein bisschen schlafen. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin ja bei dir. Und D. Komm, Potsdorf, abliefern. Hey, was ist los, Mann? Hast du den Scheiße gepackt? Quatsch, nicht rum, du Jiss. Das war ein Hund für mich. Hey, pass auf, sonst gleich sehen, ob die Nuss. Mädchen will bei mich. Das läuft aber auch nur du. Ja, pass auf. Herr Pütz? Theodor. Ich bin Susanne Konrad. Herr Ollich hatte vielleicht. Ja, genau, ich weiß Bescheid. Kannst mich abweichen, ich kann zu tun. Aber verrechen dich nicht. So, Fräuleinchen, kommen Sie. Hier können wir uns ungestört unterhalten. Wie wäre denn? Eine Pickelöschen. Ja, warum nicht? Kitty? Ja. Ich denke, ich gehöre schon eine Piccolo. Wie lange wohnen Sie denn schon hier? 42 Jahre. Mann, oh Mann, da würde ich einfach hamdösig. Was heißt das? Schlafen Sie im Freien? Nee. Ich habe immer dieselbe Tapete, da würde ich echt hamdösig. Können Sie von mir aus ja werden. Da habe ich nichts sehen. Ich habe mich immer wohl gefühlt hier. Naja. Was soll das heißen, naja? In Ihrem Alter allein in so einer Wohnung, ich stelle mich da nicht besonders wohl fühlen. Das hat mit meinem Alter zu tun. Meinen Sie, ich könnte mir nicht mehr helfen? Mustafa, gib mir mal die Kombizange. Sie haben doch fies Schwein gehabt, dass Sie nicht zu Hause waren, wie die hier eingebrochen waren. Schwein gehabt? Das nennen Sie Schwein gehabt? Sicher, das. Die Jungs kennen doch nichts. Was meinen Sie, was die mit Ihnen gemacht hätten, wenn sie zu Hause gewesen wären? Die schlagen Sie doch über den Haufen, ehe dass Sie Pieps gerufen haben. Die schlagen Sie doch kaputt, wo Sie dabei sind. Jetzt reicht es. Jetzt reicht es mir. Ja, gut, ist ja gut. Wir sind ja auch schon fast fertig. Schatz, was liegt ein, Mustafa? Ja, früher im Milieu, das waren alles Fachleute, müssen Sie wissen. Da war eine Uhrmescher nichts dagegen. Der Pafra Zube zum Beispiel, das war ein gelernter Feinmechaniker. Mit dem habe ich mal einen Bruch gemacht. Da waren wir innerhalb von 50 Minuten mit 34.000 Mücken wieder daheim bei der Mama. Wann war das? Schon lang verjährt. Das brauchen Sie auch nicht unbedingt aufzuschreiben. Sie müssen sich nur merken, dass Sie so eine wie der Pafra Zube heutzutage nicht mehr finden. Im Vergleich zu früher sind da heute doch nur noch Bekloppte. Stümper. Die wissen noch nichts, wie man ihnen richtig vor den Kopf haut. Ja, ohne Kanone machen die heute ja nichts mehr. Dann treffen, sondern ins Richtige. Können Sie mir da ein Beispiel erzählen? Ja, klar kann ich da. Geht die Brüssel noch ein Bier? Kennen Sie der Fuhrmann, der Immobilienking? Mhm. Der hat heute Morgen sein Auto in Reparatur gebracht, bei einem Freund von mir. Zwei Einschüsse. Er war alle zwei daneben. Ich sag doch, Stümper. Wenn das ein Könner gewesen wäre, dann lässt der Fuhrmann jetzt als längst in der Gerichtsmedizin. Und da gehört er auch hin. Warum? Ach, Lev Kind, der Fuhrmann, das ist auch ein super Drecksau. Weißt du, was der hier im Viertel schon alles veranstaltet hat? Der hat den Leuten doch reihenweise beschissen. Wen zum Beispiel? Der Ollich zum Beispiel. Ja, der Rechtsanwalt. Wie das im Einzelnen gelaufen ist, das weiß ich auch nicht. Aber das Haus, wo drin der Ollich wohnt, das gehört mittlerweile auch dem Fuhrmann. Der Ollich hat deswegen so ja prozessiert. Und das ist doch wirklich ein schlauer Hunk, ne? Aber der Prozess, der hätte der Fuhrmann gewonnen. Ja, da guckst du, ne? Der Welt ist schlecht, löwet mal, Levchen.
Hallo, da bin ich. Also, das wurde aber auch Zeit, ja? Ich bin Mike Döpper. Susanne Konrad. Schießen Sie los, was kann ich für Sie tun? Na, man willst du das im Stehen machen? Das sitzt sich doch. Entschuldigung. Ich finde es aber nett, dass Sie sich die Zeit nehmen. Für meinen Freund Cleef tue ich alles. Ach, hör doch auf mit dem Theater, ja? Das Mädchen hat wenig Zeit. Du sollst ja von deiner Arbeit erzählen. Weiß ich doch. Also, was wollen Sie wissen? Möglichst viel natürlich. Aber vielleicht fangen wir mal mit Herrn Fuhrmann an. Wer kann auf ihn geschossen haben? Oha, können Sie mich nicht was Leichteres fragen? Wieso haben Sie denn noch gar keine Spur? Nichts Verwertbares jedenfalls. Aber es muss doch eine Menge Leute geben. Ich meine, bei der Art von Geschäften, die Herr Fuhrmann betreibt, müssten das doch viele sein, die ein Motiv hätten. Eben das ist das Problem. Wenn wir die alle ausgraben und überprüfen wollen, dann sind wir bis Weihnachten ausgebucht. Und Herr Fuhrmann selbst? Der müsste Ihnen doch den einen oder anderen nennen können, der besonders verdächtig ist. Glauben Sie das wirklich? Habt ihr ihn überhaupt schon mal in die Mangel genommen? Natürlich haben wir das. Wir haben uns auch seine Geschäfte noch mal gründlich angesehen. Tut mir leid, Mann. Nichts, wofür wir ihn am Kanthaken kriegen können. Aber eins verstehe ich nicht ganz. Herr Fuhrmann muss doch daran interessiert sein, dass derjenige, der auf ihn geschossen hat, nicht weiter frei rumläuft. Der kann das doch jederzeit wieder versuchen. Richtig. Aber der Herr Fuhrmann wird sich hüten, uns freie Haus eine Liste von Leuten zu liefern, die er rasiert hat. Verstehen Sie das? Es könnte für ihn ziemlich peinlich werden, wenn die alle auspacken. Ein Ganove von solchem Kaliber lässt sich doch nicht in die Karten gucken. Was ist? Haben Sie unseren Termin vergessen? Entschuldigung, ich bin so. Tag. Tag, Herr Kleefisch. Ich bin Horst Fuhrmann, der neue Hauseigentümer. Das ist mein Mitarbeiter, Herr Rademacher. Dürfen wir reinkommen? Es tut mir leid. Ich bin gewöhnt, dass mein Besuch sich anmeldet. Ja, natürlich. Ich möchte mich auch dafür entschuldigen. Aber wir hatten gerade hier im Haus zu tun und da dachte ich mir, ich stelle mich mal vor. Und natürlich wollte ich Sie auch fragen, ob Sie irgendwelche Klagen oder Wünsche haben. Bitte kommen Sie rein. Danke sehr. Das Bad muss neu gemacht werden. Neue Wanne, neue Armaturen etc. Und das Fenster natürlich. Tja, Herr Kleefisch, es ist ja doch einiges zu machen in der Wohnung. Ich werde Ihnen mal eine Aufstellung schicken. Das können Sie ja machen. Mit einer angemessenen Mieterhöhung müssen Sie natürlich rechnen. Sie wissen ja, nichts ist umsonst im Leben. Ich glaube, davon habe ich schon gehört. Ja, da bin ich sicher. So geht's mir auch, Herr Kleefisch. Aber jetzt mal ohne Scherz. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob das hier immer noch die ideale Wohnung für Sie ist? Wir brauchen uns doch nichts vorzumachen. Für einen alleinstehenden Mann ist das doch auch eine ziemliche Belastung. Ich meine, in einem schönen Seniorenheim hätten Sie es doch bestimmt viel bequemer. Ich weiß natürlich nicht, wie Sie darüber denken, aber wenn Sie sich dazu entschließen könnten, könnte ich Ihnen bestimmt dabei behilflich sein. Ich könnte Ihnen zum Beispiel für diese Wohnung hier eine Abfindung zahlen. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Hören Sie mir gut zu. Ich bin in diese Wohnung gezogen, wie ich geheiratet habe. Vor 45 Jahren. Meine Frau ist hier gestorben. Ich möchte auch hier so lange leben, solange es geht. Ungestört und unbelästigt. Herr Kleefisch, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Ich wollte Ihnen auch nur einen gut gemeinten Vorschlag machen. Denken Sie doch noch mal in aller Ruhe darüber nach. 25.000 wären für Sie drin. Vielleicht auch noch 1.000 oder 2.000 mehr.
Bitte gehen Sie, ja? Und wenn Sie um was zu sagen haben, können Sie mir hier einen Brief schreiben. Wie Sie meinen. Wiedersehen, Herr Klefisch. Hoffentlich tut Ihnen das nicht nochmal leid, Herr Klefisch. 25.000 Mark, das ist doch Geld. Bitte ein Kölsch, ja? Da sind wir. Haben Sie nicht den Pütz Dörres gesehen? Der war eben, oder? Oh, ich glaube, der ist auf dem Klo. Ach so. Hier hinten durch, bitte rechts, ja? Dankeschön. Bitte. Dörres, bist du da drin? Ja, was ist denn los? Ach, der Onkel. Ja. Können wir noch nichts in Rohrkacke los? Komm, komm, ich hab's eilig. Immer noch. Sag mal, du kennst doch den Fuhrmann. Ja, wer kennt den nicht? Ja. Hast du noch nie gehört, dass der ein Rollkommando losschickt, in den Wohnungen einbricht und alles kurz und klein schlägt? Nee, wer soll dann so ein Biesterei machen? Das frage ich dich. Ach, ich doch nicht, Herr Kommissar. Und darauf könnt ihr euch verlassen. Wenn ich davon was gehört hätte, dann hätte ich mir die Jungen schon längst einmal zur Brust genommen. Ruf mich an, wenn du was erfährst. Mach ich, Herr Kommissar. Eine Strafe kann nicht zur Bewährung ausgesetzt werden, wenn die Verteidigung der Rechtsordnung die Vollstreckung der Strafe gebietet. Paragraph 56 Strafgesetzbuch, vorzüglich. Und wer ist zur Verteidigung der Rechtsordnung aufgerufen? Wir alle, denke ich. Und wer entscheidet über die Vollstreckung der Strafe? Das Gericht natürlich, und sonst niemand. Klingt gar nicht übel. Aber was ist, wenn das Gericht sich irrt? Oder wenn es lahmarschig ist? Oder wenn es bösen Willens ist? Oder wenn die Gerichte gar nicht angerufen werden? Wer verteidigt dann die Rechtsordnung? Wer vollstreckt dann die Strafe? Niemand? Das sind aber gefährliche Fragen. Ja, da haben Sie recht. Ich meine, es kann ja sein, dass wir alle dazu berufen sind, die Rechtsordnung zu verteidigen. Aber das kann doch nicht heißen, dass jeder auch das Recht hat, eine Strafe zu vollstrecken. Nein, natürlich nicht. Zumindest muss der, der dieses Recht in Anspruch nimmt, sehr vorsichtig sein und sehr geschickt. Und sehr von sich eingenommen. Ja, das kann sein. Oh, wollen Sie jetzt nicht doch einen mit mir trinken? Nein, danke. Wirklich nicht. Aber vielleicht könnten Sie mir noch einen Tee machen. Oh, natürlich. Entschuldigung, da hätte ich vorher schon drauf kommen können. Hast du das kleine Einmaleins vergessen? So. Oh. Bitte schön. Dankeschön. Sie füttern. Wieso denn? Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Ne? Hör auf.
Krasinski, man, du machst Sachen? Geht es denn schon wieder los? Ich habe ja gar nichts gesagt, aber muss ich sowas von Kollegen erfahren? Warum hast du nicht Bescheid gesagt? Seit wann bist du denn für Raubüberfälle zuständig? Warum lässt du dich nicht gründlich untersuchen im Krankenhaus? Wieso denn? Mir fehlt doch nichts. Der Arm muss doch behandelt werden. Bitte tu mir einen Gefallen, ja? Hör mir endlich auf, mir gute Ratschläge zu geben, ja? Wenn du was tun willst, geh zum Karl Mähling. Was der macht, den habe ich schon 2 Tage nicht gesehen. Und dann schau mal, wie es der Sabrina geht. Die ist doch gestern mit ihrer Mutter ausgezogen. Ich konnte mich nicht von dem Kind verabschieden. Na, vielleicht war sie auch hier und ich war nicht da, nicht? Ich erledige das für dich, Mann. Aber unter einer Bedingung. Ah, Erpressung, was? Ich kenne eine Frau, die ins Haus kommt. Aha. Eine sehr tüchtige Frau. Ausgebildete Krankenpflegerin. Und kochen kann sie auch. Danke, das genügt. Dieses Weib kommt nicht in meine Wohnung. Wie kannst du vergessen? Dann kannst du den Mähling und Sabrina auch vergessen. Willst du mich erpressen? Aber Herr Kleefisch, das ist doch nun wirklich ein vernünftiger Vorschlag. Es muss ja auch nur für ein paar Tage sein. Tut mir einen Gefallen, lass mich doch bitte für einen Moment allein. Ich hab nicht so gerne, wenn mir jemand beim Essen zuguckt. Sie ist schon nach oben gegangen. Danke. Steht noch immer da. Was soll's? Wir haben ihn noch reingelegt. Ist dir eigentlich klar, dass wir Kopf und Kragen riskieren? Ja. Und was schlägst du jetzt vor? Hör zu. Ich habe mir die Sache genau überlegt. Wofür brauchst du eigentlich eine neue Kanone? Du hast doch eine. Ist doch nicht für mich. Wie soll ich nur aus Gefälligkeit? Guter Bekannter von mir. Was soll die denn kosten? 1500. 1000 Mark. Und keine Penny mehr. 1300. Und kein Penny weniger. Guten Tag, Herr Mähling. Ja, bitte. Mein Name ist Döpper.
Mich schickt der Kleefisch. Er macht sich Sorgen um Sie. Ich war dauernd unterwegs. Ich habe viel zu erledigen. Haben Sie einen Unfall gehabt? Wieso? Naja, hier Ihr Gesicht. Ach so, das, ja. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Ich bin im Badezimmer ausgerutscht. Ich bin mit dem Gesicht auf das Waschbecken gefallen. Oh, da müssen Sie aber unglücklich aufgekommen sein. Das passiert, wenn man nicht aufpasst, ne? Ja, also bestellen Sie dem Herrn Kleefisch eine schöne Rose von mir und ich werde mich so bald wie möglich melden. Und vielen Dank. Alles sehr ordentlich, muss man schon sagen. Nur die Kette, die ist natürlich gar nichts wert. Ich hatte nie Angst vor Einbrecher. Die hatten immer mehr Angst vor mir. Früher vielleicht. Ist das da hinten das Schlafzimmer? Ja, ja, das ist das Schlafzimmer. Da haben Sie aber nichts zu suchen. Das mache ich selber in Ordnung. Hm. Und wie wollen Sie das machen mit Ihrem lahmen Arm? Machen Sie sich doch mal keine Gedanken, ja? Hier in der Küche spülen. Ja, Scher habe ich schon eingereicht. Immer mit der Ruhe. Erst wollen wir uns mal Ihren Arm ansehen. Ja, ich habe Ihnen was zum Einreiben mitgebracht. Das wird Ihnen gut tun. Ja. Au, au, au! Sind Sie jeck? Stellen Sie sich doch nicht so an. Kann ja gar nicht so wehgetan haben.
Frau Fuhrmann, können wir es jetzt mal versuchen? Ja, ich denke schon. Sie waren also den ganzen Abend nicht zu Hause? Ich war bei einer Freundin, so von 7:30 Uhr an ungefähr. Wie heißt die Freundin? Wo wohnt sie? Dagmar Fuchs, an der Hecke 7. Check das mal. Und wenn Paschke fertig ist, soll er da mal hinfahren. Ich muss dazu noch was sagen. Wir wollten eigentlich ins Kino gehen, aber als ich dann bei ihr war, ich habe mich für eine Minute aufs Sofa gelegt, bin eingeschlafen. Frau Fuchs wollte mich nicht wecken, sie ist allein ins Kino gegangen. Ich bin erst wieder wach geworden, als sie zurückkam. Das heißt, Sie haben für die Tatzeit kein Alibi? Alibi? Wie meinen Sie das? Sie könnten, während Frau Fuchs im Kino war, hierher gefahren sein, auf Ihren Mann geschossen haben und rechtzeitig wieder auf das Sofa von Frau Fuchs zurückgekehrt sein. Meinen Sie das im Ernst? Natürlich. Es wäre doch möglich gewesen. Also gut. Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mein Privatleben vor Ihnen auszubreiten. Ich habe einen Freund. Wir haben uns heute Abend im Haus von Frau Fuchs getroffen. Sie hat uns allein gelassen und ist ins Kino gegangen. Wie heißt der Freund? Sie werden es ohnehin erfahren. Dieter Rademacher. Er arbeitet in unserer Firma. Und wieso hätte ich das ohnehin erfahren? Mein Mann ist wohl dahinter gekommen. Er hat einen Detektiv auf uns angesetzt. Jedenfalls wurde ich seit Tagen verfolgt. Heute Abend auch. War es denn nicht sehr leichtsinnig, sich trotzdem mit Herrn Rademacher zu treffen? Nein. Herr Rademacher ist durch den Garten gekommen. Den gleichen Weg hat auch Frau Fuchs gewählt. Der Detektiv stand vor dem Haus. Das ist aber gar nicht gut für Sie, Frau Fuhrmann. Wieso? Jetzt haben Sie nur noch Ihren Freund als Zeugen dafür, dass Sie während der Tatzeit im Haus von Frau Fuchs waren. Und Ihr Freund hat nur noch Sie. Und Sie haben beide ein Motiv. Ja? Guten Morgen. Wie geht's? Der erste Lichtblick heute. Kommen Sie rein. Haben Sie schon gehört? Fuhrmann ist tot. Ja, habe ich gehört. In Nachrichten heute Morgen. Sie können sich setzen. Ich habe extra einen Stuhl besorgt. Anmelden sollten Sie sich schon. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Bitte. Entschuldigung, aber die Zicke geht mir auf die Nerven hier schon lange. Ich bin etwas überarbeitet zurzeit. Gestern Abend hatte ich auf einmal Lust, Sie zu besuchen. Ich habe Sie angerufen, aber Sie waren wohl nicht zu Hause. Nein, ich musste zu einem Termin. Ich habe wirklich im Augenblick sehr viel zu tun. Dann wird's wohl nichts mehr mit unserem Streifzug durchs Milieu? Doch, doch. Versprochen ist versprochen. Und wann? Sie lassen niemals locker. Nicht wahr? So, liebe Junge, der Papa geht jetzt mal an der Pforte und kauft eine schöne Ansichtskarte. Für die höchste Zeit, dass ich dem Kleefisch schreibe, sonst macht er mir wieder Theater, ne? Die nehme ich. Schreiben Sie auf Freundin? Sind Sie schlecht gelaunt? Ich bin nicht schlecht gelaunt. Ich will bloß meine Ruhe haben. Ja, schon gut, schon gut.
Moment mal, ich glaube, ich muss mal Schluss machen. Ja, ich meld mich später wieder. Was denn jetzt? Ne? Oh, Überfallkommando, ja? Nein, Mordkommission. Warum haben Sie sich noch nicht bei uns gemeldet, Herr Münch? Weil ich gerade erst erfahren habe, was mit Fuhrmann passiert ist. Hier durch den Anruf, in den Sie gerade reingeplatzt sind. Dann ist also der Verdacht ganz unbegründet, dass Sie erst mal abwarten wollten, wie Sie Ihre Informationen am besten versilbern können. Mit einer kleinen Erpressung von Frau Fuhrmann zum Beispiel. Da sind Sie echt verrückt. Ich werde eine Beschwerde gegen Sie einleiten. Tun Sie das. Aber vorher werden Sie mir ganz haargenau erzählen, womit Herr Fuhrmann Sie beauftragt hat und was Sie dabei herausgefunden haben. Ha, genau, habe ich gesagt. Oh. Bin ich zu früh? Nein, nein, ich bin nur aufgehalten worden. Wir können gleich los. Geben Sie mir 10 Minuten Zeit. Setzen Sie sich doch ins Arbeitszimmer so lange. Keine Hektik, ich habe Zeit. Morgen. Gut geschlafen? Sie kommen aber reichlich spät. Ich will mich auch mal ein bisschen freundlicher empfangen, Sie alter Nörgelpeter. 12 Geschäfte bin ich abgerannt, um Ihre Rübstielchen zu bekommen. Post habe ich Ihnen auch gleich mitgebracht. Na, wer hat Ihnen denn die schöne Karte geschickt? Das geht Sie doch gar nicht an. Außerdem möchte ich gerne wissen, was Sie an der Karte schön finden, ne? Sie sind vielleicht ein komischer Kauz. Schämen Sie sich etwa, weil Sie Post aus dem Altenheim bekommen? Die dumme Bemerkung können Sie sich sparen. Sie sind auch nicht die Jüngste, schon lange nicht mehr. Altes Ekel. Schönen Abend wünsche ich, Herr Rademacher. Ich hoffe, Sie finden auch ein bisschen Entspannung. Hältst du das eigentlich für klug, dass ich da draußen warte, bis alle anderen gegangen sind? Sei nicht albern. Was geht uns das Gerede an? Ich habe mir deine Terminplanung durchgesehen. Lass uns mal die Wohnungen durchgehen, die als nächstes dran sind. Ich glaube, ich höre wohl nicht recht. Meinst du das ernst? Na, natürlich. Wieso denn nicht? Weil jede Aktion viel zu gefährlich ist, solange die Polizei hier herumschnüffelt. Ist dir eigentlich klar, dass das ganze Projekt platzen kann, wenn wir die Termine nicht einhalten? Was bist du doch für ein kleiner Feigling. Brauchst du eigentlich jedes Mal die Peitsche, um das zu tun, was nötig ist? Eigentlich wollte ich damit gar nicht verhehlen, aber ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ja, komm, sprich dich aus. Ich müsste mit Mike Dopper reden. Aber ich habe Angst. Wovor? Ich habe Angst, einen Menschen reinzureißen, dem ich nicht schaden möchte. Als ich neulich Abend bei Ollich zu Hause war, da habe ich... Ich habe in seinem Schreibtisch eine Pistole gesehen. Ich war misstrauisch geworden, weil er so komisch geredet hat. Über die großen Verbrecher und dass die Gesetze versagen und so. Gestern Abend war ich wieder bei ihm. Die Pistole ist verschwunden.
Verstehen Sie, am Abend davor ist Fuhrmann erschossen worden. Ich meine, das beweist natürlich alles noch gar nichts, aber müsste ich nicht wenigstens Mike Dopper informieren? Tu, was du für richtig hältst. Wenn's nötig ist, werde ich Mike schon informieren. Du kannst dich hoffen lassen. Danke. Aber was mit dem Vorschuss? Nur keine Panik. Denn noch alles ausgedacht, was Sie mir auftragen können? Nichts. Gehen Sie mit Gott, aber gehen Sie, ja? Hallo, Taxiruf, ja. Hier bei Kleefisch, Lupusstraße 7. Schicken Sie mir einen Wagen, aber bitte ganz schnell, ja? Schon sehr lange. Und was sagen Sie dazu, dass er sich bei uns ein schönes Plätzchen ausgesucht hat? Das sage ich Ihnen später. Ah, da ist er ja, unser lieber Herr Mehling. Ja. Sehen Sie mal, wer gekommen ist. Ach, der Kleefisch. Ja. Ja. Danke, Schwester. Wir sehen uns sicher später noch. Das ist mir im Badezimmer passiert. Ja. Ich habe dir das Buch gekauft, das sie dir zerrissen haben. Es geht bis zur letzten Saison. Ja, alle Tore sind drin. War doch nicht nötig. Sag das nicht. Willst du die nächste Wette auch verlieren, ne? Du Angeber. Schön, schön. Wirklich. Gemütlich hast du es hier. Sag mal, hast du das doch gemacht? Ja, Gott sei Dank. Hier kann man sich wohlfühlen. Hier ist für alles gesorgt. Hast du denn die 20.000 Mark von dem Fuhrmann noch kassiert? Ja, da habe ich Schwein gehabt. War gut, dass du mir das geraten hast. Ich hatte kaum das Geld, da ist der Fuhrmann abgekratzt. Hast du wirklich Schwein gehabt? Hallo, da bin ich wieder. Und raten Sie mal, was es Schönes zu essen gibt. Na, warte, mein Junge. Komm du mir nach Hause.
Sie auf den Kerl auf, ich rufe die Polizei. Nee, nee, lass sie mal, das mache ich schon. Du hilfst der Frau. Wessen sind denn überhaupt die Nummer? Scheiß Kerle. Lass die Garda liegen, du. Ah, das geschieht dir recht. Der ist wenigstens zweimal gebrochen. Na, haben wir da einen neuen Hausgenossen? Nein. Ich nutze Besuch bei Herrn Mehling. Kleefisch ist mein Name. Freut mich sehr, Herr Kleefisch. Marie-Louise Gutkowski heiße ich. Das ist schön. Wollen Sie sich bitte Platz nehmen? Oh, gerne. Wenn Herr Mehling nichts dagegen hat? Nein, er hat bestimmt nichts dagegen. Gut. Ja. Na, Frau Gutkowski, wollen Sie den fremden Herrn bezirzen? Was haben Sie denn mit Ihrem Arm gemacht? Was haben Sie denn mit Ihrem Bein gemacht? Das war die richtige Antwort. Haben Sie denn jemanden, der Sie versorgt? Oder wollen Sie sich hier mal umsehen? Vorgestern sind zwei schöne Apartments frei geworden. Da hat Herr Faulenbach ausnahmsweise mal recht. Zwei sehr schöne Apartments, beide zum Garten. Und wie wohnt es sich denn hier? Oh, im Großen und Ganzen nicht schlecht. Man braucht sich jedenfalls um nichts zu kümmern. Nur die meisten Herren hier. Die sind nicht sehr charmant. Schon eher ein bisschen muffig. Oder schrecklich müde. Aber das können Sie doch nicht von Herrn Mehling behaupten. Der ist doch noch sehr unternehmungslustig. Karl, was hast du denn wieder angestellt? Ich? Ja. Was quatschen Sie denn da? Also, Herr Faulenbach, Sie sind aber auch wirklich ein Lästermaul. Sie würden besser auch mal abends ausgehen, anstatt sich um 7 ins Bett zu legen. Sag mal, Karl, wo warst du denn? Ich? Ich wollte noch ein Bier trinken. Oh, das muss aber mehr als eins gewesen sein. Schon am ersten Abend sind Sie erst um 22:30 nach Hause gekommen. Hab ich recht? Ja und? Was geht Sie da dann an? Oh, aber wir wollen uns doch nicht streiten. Jetzt sind wir alle wieder friedlich und gehen miteinander zum Mittagessen. Wieso ist es schon so weit? Oh ja, bei uns wird pünktlich aufgetragen. Aha. Sie sind übrigens herzlich eingeladen, wenn Sie einmal probieren wollen, wie es bei uns schmeckt. Gerne. Was gibt es denn? Dicke Bohnen mit Speck. Dicke Bohnen mit Speck. Ach, sind die lecker. Da sag ich nicht nein. Mahlzeit. Und? Ist natürlich nur mitgelaufen. Von seinem Kumpan weiß er nur, dass der Willi heißt. Ha. Bist du bescheuert oder was? Das habt ihr in der Wohnung gemacht. Du beeil dich, sonst gehen wir beide hier mal ein bisschen auf und ab, aber ohne Krücken. Pass auf, mich, mein Fuß! Also. Wir sollten die Wohnung nur ein bisschen aufmischen. Wer ist wir? Der Willi und ich. Aber ich weiß nicht, wo er wohnt und wie der mit Familiennamen heißt und so. Von wem habt ihr den Auftrag? Den kenne ich auch nicht. Ich weiß nur, dass er Rademacher heißt. Rademacher? Dieter Rademacher? Den Vornamen habe ich nie gehört. Halt ihn auf kleiner Flamme, bis er gar ist. Ich komme wieder, Sportsfreund, keine Bange. Sag mal, was verdient man denn so als Kriminalhauptkommissar? Nicht genug. Soll ich Sie mal zu einem Bier einladen? Dankeschön, Sie nehmen es für dich, aber wenn ich das nächste Mal komme, dann lade ich ein. Aber Sie nicht, sondern Frau Gutkowski. Das wäre aber wirklich nett. Und du zeigst uns mal die Wirtschaft, die dir so gut gefällt, ja? Hab ich gesagt, dass die mir gut gefällt? Ach, das nehme ich doch an, wenn du es da bis 22:30 aushältst. Den Herrn Mehling muss ich loben, der steht freiwillig auf. Es tut mir leid, aber jetzt müssen Sie gehen, jetzt beginnt unsere Mittagsruhe. Schade, es war gerade so gemütlich. Sie sind doch mit Frau Fuhrmann sehr eng befreundet, oder habe ich das missverstanden? Nein. Und da wollen Sie mir erzählen, dass Frau Fuhrmann nie mit Ihnen über die Geschäfte Ihres Mannes gesprochen hat? Und wie es dabei zuging? Wir haben uns über unser Privatleben ausgetauscht. Über unsere gemeinsamen Interessen. Das war uns wichtiger. Frau Fuchs, ich habe nicht so viel Zeit für Hausbesuche.
Sie können das auch anders haben. Ich werde Sie ins Präsidium vorladen lassen und da werden ein paar Kollegen sich so lange mit Ihnen unterhalten, bis Ihr Gedächtnis wieder funktioniert. Warten Sie. Katja hat natürlich hin und wieder mitbekommen, dass ihr Mann ziemlich brutal vorgegangen ist und hat ihn deshalb auch zur Rede gestellt. Aber Horst Fuhrmann war ein solcher Despot. Der hat auf nichts und niemanden Rücksicht genommen. Er hat sie schon seit Jahren unter Druck gesetzt und hat sie pausenlos schikaniert. Sonst hätte Katja doch nie und nimmer etwas mit einem anderen Mann angefangen. Sie war total vereinsamt. Tja, ich weiß alles. Die Leute auf der Straße haben mir alles erzählt, was hier passiert ist. Und? Was haben Sie mir zu sagen? Wohin kann man tatsächlich Angst kriegen? Und ist das alles? Nein. Es war verdammt leichtsinnig, dass Sie die Burschen hier reingelassen haben. Sie undankbarer alter Nörgler. Wieso? Und ich blöde Kuh koche Ihnen noch eine Überraschung. Was denn? Himmel und Erde. Das heißt Himmel und Erd. Aufgewärmt schmeckt's besser. Außerdem, ich hab schon gegessen. Ja, haben Sie sich denn Sorgen um mich gemacht? Ach, das haben Sie doch gar nicht verdient. Es tut mir leid, aber ich wollte Sie anrufen. Es tut mir wirklich leid. Wirklich, es tut mir leid. Tag, Leo. Tag. Na? Macht das Geschäft geht? Ich kann nicht klagen. Du verkaufst dir noch Ballermänner? Haben Sie nichts Besseres zu tun, als olle Kamellen aufzuwärmen? Leo, ich hab dich was gefragt. Der Laden ist sauber. Auf Wiedersehen. Ja. Da hinten haben Sie überhaupt nichts zu suchen. Was wollen Sie eigentlich? Sie sind doch längst pensioniert. Sie haben doch gar nichts mehr zu sagen. Soll ich mal die Kollegen anrufen? Die sind in 0, nichts hier. Und die nehmen dir die Bude auseinander. Kannst du dich schon verlassen? Na komm, sehr vernünftig. Sollst du doch nur ein bisschen was erzählen, ne? Geht schnell. Haben Sie es Mike schon erzählt? Was denn? Na, das mit Olligs Pistole. Ist alles viel schwerer, als du denkst. Viel zu schwer für so einen alten Mann, wie ich bin. Aber vielleicht kannst du mir helfen. Ja. Schau mal, Mike ist so beschäftigt, der hat so viel um die Ohren. Aber könntest du nicht für mich zur Sabrina schauen? Ich möchte gern wissen, was die Kleine macht. Und komm mal her. Ich habe dir die Adresse aufgeschrieben. Bitte. Ja, natürlich, das machen. Was habe ich da gesehen?
Schreibt er dir jetzt schon Liebesbriefe? Also was Dümmeres kannst du wohl zur Begrüßung nicht finden, ne? Dir scheint es dir gut zu gehen. Warum soll es mir schlecht gehen? Susanne, ich sag dir jetzt was zum Mitschreiben. Die schöne Frau Fuhrmann und ihr tüchtiger Freund sitzen bombenfest. Die haben nämlich im Geschäft des verstorbenen Gatten kräftig mitgemischt. Die Kollegen haben so viel Material zusammen, dass die zwei auf eine schöne lange Zeit aus dem Verkehr gezogen werden. Na, das ist doch schon was, oder? Ja, und was ist mit dem Mord? Eins nach dem anderen. Dass sie den Chef abserviert haben, davon wollen sie noch nichts wissen, aber das wird auch nicht mehr lange dauern. Diesem Traumpaar stand das Wasser nämlich bis zum Hals. Über kurz oder lang hat der Chef sie beide vor die Tür gesetzt. Wahrscheinlich hätte er sie auch noch vor den Kadi gebracht. Darf ich? Kannst wohl nicht warten, bis die Bedienung kommt, ja? Ich bestell dir Neues. Also dieser Schnüffler Münch, der hat nämlich nicht nur rausgefunden, dass die beiden ein Verhältnis hatten. Die haben Fuhrmann auch nach Strich und Faden beschissen. Ein paar kleine, aber saftige Geschäfte auf Eigenrechnung gemacht, von denen der Chef nichts wusste. Das ist doch ein bildschönes Motiv für einen Mord, oder? Was ist los? Könnt ihr mir nicht folgen? Mike, ich glaube, du irrst dich. Ich habe da was rausgefunden, was du wissen solltest. Ich hätte eigentlich... Susannchen, lass uns mal einen Augenblick allein, bitte, ja? Soll denn da behauptet haben? Leo Mengenich. Der Trödelhändler, den kennen Sie doch, oder? Leo. Spinnt doch! Den haben Sie wahrscheinlich in den Mangel genommen. Der hätte sich vor lauter Angst in den Putz gerissen. Der Leo hat sich schon ausgedacht. Okay, dann müssen wir den Fall gründlicher untersuchen. Komm mit. So. Was ist denn jetzt kaputt? Herr Pütz, Sie sind vorläufig festgenommen. Nun komm schon. Bist du noch zu retten? Wofür dann? Ich habe gesagt, du sollst mitkommen. Oder muss ich die Strafe holen? Und setz dich. Ich hab die Kanone nur aus Gefälligkeit besorgt. Ich hab sie sogar noch runtergehandelt. Wo kommen Sie denn her? Dürres Pütz hat mir gesagt, dass Sie manchmal hier spazieren gehen. Wenn Sie jetzt nach Hause kommen, dann wartet wahrscheinlich die Polizei auf Sie. Woher wissen Sie das? Sie haben doch Fuhrmann umgebracht, oder? Nein. Ein schlechter Schütze. Aber Sie wollten ihn umbringen. Sie sind doch derjenige, der das erste Mal auf ihn geschossen hat. Oder stimmt das auch nicht? Hat Klefisch Sie auf mich angesetzt? Nein. Niemand hat mich auf Sie angesetzt. Und nun? Was haben Sie vor? Ich weiß auch nicht mehr, was ich glauben soll. Wolltest du nicht schon unterwegs sein? Ja, ja, ja. Ich muss noch mal telefonieren. Mach die Tür zu. Von draußen. Hier bei Klefisch? Klefisch, ja? Hallo, ich bin's, Mike. Es tut mir leid. Du hast recht gehabt. Ich fahre jetzt los.
Also jetzt ist aber Schluss. Das Fleisch wird doch kalt. Hallo, hier bei Kleefisch. Lupo-Straße 7. Schicken Sie bitte sofort einen Wagen. Also wenn Sie jetzt das gute Essen hier kalt werden lassen, dann haben Sie mich zum letzten Mal gesehen. Das trifft sich gut. Ich habe Sie auch lange genug gesehen. Holen Sie Ihr Hütchen, Ihren Stock und dann können Sie verschwinden. Den Rest des Geldes, den können Sie behalten, ja? Und bitte vergessen Sie nicht, den Schlüsselbund in den Briefkasten zu werfen. Ist es dir nicht gut? Doch, doch. Aber ich bin nach dem Essen immer so müde und hinlegen wollte ich mich noch nicht. Die waren nicht billig, aber sie sind doch fast so schön wie meine alten Fische, oder was meinst du? Karl, du wirst gleich abgeholt. Was du da gemacht hast, das war nicht richtig. Du hättest den Fuhrmann der Polizei überlassen sollen. Die hätten ihn schon dran gekriegt. Glaubst du? Hast du aus dem Dürres rausgekriegt, dass der mir die Pistole besorgt hat? Ich nicht. Ich habe es sowieso nicht wissen wollen. Wer versorgt denn jetzt meine Fische? Das macht bestimmt die Schwester. Und wenn du dann später die Genehmigung kriegst, dann bringe ich sie dir. Gehst du morgen zum Training? Ich? Nein. Was soll ich denn da? Ohne dich? Dann macht's keine Freude. Und das glaubst du doch selbst nicht. Das glaube ich. Was haben Sie denn da eben gebetet? Dass er bereut. Und dass er den Mut nicht verliert. Glauben Sie, dass das hilft? Was sonst könnte denn helfen? Ich weiß es auch nicht. Wollen Sie nicht zu uns kommen? Ich will es mir überlegen.